Herzlich willkommen zur Veranstaltung Mensch-Maschine-Kommunikation im Rahmen des Studiengangs Informatik und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Technik Stuttgart. Diese Veranstaltung wird gehalten von Frau Professor Pardo, Herrn Professor Rausch und mir selber, Herrn Lückemeier. Ich möchte Ihnen hier in dieser ersten Vorlesung eine einführende Übersicht geben über das ganze Gebiet der Mensch-Maschine-Kommunikation und Ihnen mal all diese Facetten etwas näher bringen, die dieses faszinierende Gebiet eigentlich ausmachen und Ihnen auch ein paar Beispiele zeigen, wie viel Kreativität Sie in diesem Bereich immer noch einbringen können, weil aus meiner Sicht der Stein der Weisen hier immer noch nicht umfassend und übergreifend gefunden ist. Mensch-Maschine-Kommunikation bedeutet also in unserem Zusammenhang letztlich jede Interaktion eines Menschen mit einer Maschine. Interaktion heißt also auch die Signalisierung, die die Maschine dem Menschen wieder zurückgibt. Wenn Sie jetzt mal einen Moment überlegen, wie stark heute uns Maschinen umgeben, dann stellen Sie schon fest, dass Sie eigentlich jeden Tag Dutzende oder hunderte Male mit unterschiedlichen Maschinen interagieren. Es gibt in anderen Studiengängen auch Veranstaltungen zu Human-Computer-Interaction, also Mensch-Computer-Interaktion. Wir haben das Thema hier bewusst etwas weiter gefasst, auch wenn wir dann im Übungsbeispiel wieder mehrheitlich auf den Computer abstellen, einfach weil es sich für die Übungen anbietet. So wollen wir nicht außer Acht lassen, dass eben Maschinen heute anfangen, wirklich im kleinsten Bereich bei Embedded-Geräten. Nehmen Sie einfach Ihren Rauchmelder, der nur eine Taste hat, der heutzutage in den meisten Räumen vorgeschrieben ist, oder eine Uhr, die Sie über eine Taste oder einen Drehregler bedienen oder stellen. All dies sind schon Maschinen, die wahrscheinlich im Inneren auch wieder kleine, klitzekleine gemessen an heutigen Computern Prozessoren beinhalten und mit denen sie also auf diese Art und Weise interagieren. Und wer sich dann schon mal geärgert hat, dass zum Beispiel der Rauchmelder gar keine Quittung ausgibt dafür, dass er angeschaltet ist und vielleicht auch gar keine Statuslampe mehr hat, oder sie sollen dann das Blinkmorsen ihrer einzelnen Statuslampe entschlüsseln und haben aber niemals einen Segelschein oder ähnliches erworben und auch nie das Morsealphabet gelernt, dann wissen Sie, warum Mensch-Maschine-Kommunikation schon, wenn es im Kleinsten anfängt, ein durchaus interessantes und schwieriges Feld ist. Maschine umfasst in der heutigen Zeit ja eine ganz vielfältige Auswahl von Geräten, angefangen bei schon lange existenten und großen Maschinen, die sofort als solche erkennbar sind, wie Automobilen zum Beispiel oder anderen Fahrzeugen, über die klassischen Computer, die wir kennen, hin zu heutigen moderneren, kleineren, mobileren Maschinen. Der Computer hat sich eben weiterentwickelt zum Notebook und darüber kamen dann irgendwann Smartphones, die dann wiederum einen interessanterweise größeren Ableger in Tablets bekommen haben. Und in den letzten Jahren jetzt beobachten wir einen Trend hin zu noch kleineren Maschinen, die noch näher am Körper sitzen, den sogenannten Wearables, wo sich dann insbesondere die Frage stellt, wie sich dort eine Bedienoberfläche vernünftig mit den Anforderungen an Energiesparsamkeit, an Größe, an Tragbarkeit oder Bequemlichkeit kombinieren lässt. Und man sieht in dem Bereich ja sogar, dass es Bedienoberflächen gibt, die dann auf anderen Geräten wie dem Smartphone angezeigt werden, um eben gerade an Wearables die Oberfläche wieder einzusparen. Das Smartphone ist sicherlich auch das Gerät, was wesentlich den Trend hin zu einem Touchscreen geprägt hat. Sie sehen, dass dieser Trend inzwischen auch übergegriffen hat auf andere Maschinenkategorien, wie zum Beispiel in die Steuerung der Navigations- und Multimedia-Einheiten im Automobil. Aus meiner Sicht äußerst fragwürdiger Trend, nachdem man das Mobiltelefon im Automobil nicht benutzen darf, um eben den Blick nicht von der Fahrbahn nehmen zu müssen, aber gleichzeitig den Blick sicher auch von der Fahrbahn nehmen muss, um den Touchscreen zu bedienen, der am Navigationsgerät verbaut ist.
sodass sich mir da der Sinn nicht ganz erschließt oder auch der Unterschied nicht erschließt zwischen diesen beiden Fällen. Aber da sieht man eben, dass eine technische Entwicklung manchmal die Erfahrungen und damit auch die Erwartungen der Benutzer nachhaltig prägt. Das iPhone ist noch gar nicht so alt, aber gleichzeitig haben sich die Menschen flächendeckend an die Benutzung von Touchscreens gewöhnt, sicher auch durch die dann danach entstehende Gerätekategorie der Tablets, die einen Boom feiert. Und da sieht man dann, dass diese Erwartungen, die aus einzelnen Bereichen kommen, durchaus rückfärben können auf den Entwurf der Benutzerschnittstellen in anderen Bereichen und die Benutzererwartungen sie an der Stelle dann auch ein Stück treiben mögen in der Gestaltung ihrer Schnittstelle. Der umgekehrte Fall wie beim iPhone wird Ihnen leider nur selten gelingen, nämlich die Benutzererwartung nachhaltig zu verändern. Schauen wir uns als nächstes die Agenda an. Ich habe jetzt schon einige einleitende Worte zu Richtung Motivation gesagt, möchte trotzdem noch einen motivatorischen Teil anschließen und dort weitere Praxisbeispiele geben, auch Beispiele von ja, schlechter Gestaltung, die Sie vielleicht anregen können, darüber nachzudenken, wie man es denn besser gestalten könnte. Im zweiten Teil möchte ich dann einen Rückblick auf die Geschichte nehmen, dort im Wesentlichen bahnbrechende Ideen vorstellen, die die Gestaltung grundsätzlich geprägt haben von Mensch-Maschine-Kommunikation, aber eben auch die geschichtlichen Epochen kurz abreißen, die wir durchlaufen sind in der Informationstechnik und Ihnen daran auch aufzeigen, wie stark die heutigen Benutzerinterfaces schon das Ergebnis einer klassischen ingenieursmäßigen Weiterentwicklung über die Epochen sind. Im dritten Teil möchte ich dann kurz Medien kategorisieren, um Ihnen einfach zu verdeutlichen, welche breite Auswahl an Medien Sie eigentlich haben, wenn Sie die Kommunikation einer Maschine mit dem Benutzer gestalten und damit Sie diese Auswahl dann auch reflektiert treffen können. Dass das in manchen Bereichen heute schon geschieht, sehen Sie an dem Beispiel einer PC-Bestellung. Es gibt große PC-Hersteller, wo Sie heute, wenn Sie über die Webseite Ihre Konfiguration zusammenklicken und Sie dort auf Fragen stoßen, dann ganz einfach per Mausklick einen Chat anfordern können und dann wieder mit einem menschlichen Gesprächspartner verbunden werden, der Sie berät. Im letzten Teil möchte ich dann Ihnen Modelle vorstellen, die wir hier für die Veranstaltung wesentlich brauchen. Das ist einmal das klassische Verarbeitungsmodell für Informationen im Rechner und das andere ist das eigentliche Grundmodell der Mensch-Maschine-Kommunikation. Nun werde ich also noch einmal etwas tiefer motivieren, warum wir uns eigentlich mit Mensch-Maschine-Kommunikation beschäftigen. Nehmen wir einfach mal die Werbung. Ich habe das eben schon gesagt. Heute werden Ihnen eine breite Palette von elektronischen Geräten angeboten. Und die Werbung suggeriert Ihnen natürlich, dass Sie diese Geräte sehr einfach benutzen können. Sie haben zum Beispiel schon festgestellt, wenn Sie mit der Bahn fahren, dass Sie inzwischen Ihre Fahrkarten mit dem Mobiltelefon kaufen können. Und jeder weiß, dass die Fahrkartenautomaten, die am Bahnhof stehen, nicht gerade in dem Ruf stehen, besonders benutzerfreundlich zu sein. Sie kennen vielleicht auch die Timeshift-Funktion auf Ihrem HD-Rekorder, wenn Sie im Fernsehen gerade eine spannende Sendung verfolgen und möchten dort eine Pause einlegen, aber trotzdem nichts verpassen. Früher waren Sie ja zwangsläufig gezwungen, da etwas zu verpassen oder dann vielleicht nach einer Wiederholung zu schauen, wenn es jetzt zum Beispiel an der Tür geklingelt hat. Jetzt suggeriert Ihnen die Werbung, diese Timeshift-Funktion ermöglicht es Ihnen einfach im Hintergrund aufzuzeichnen und dann eben zeitversetzt weiterzuschauen. Sie wissen auch, das kann dann je nach Standard, der dahinter liegt, wieder mit Zwangseinschränkungen einhergehen, die Ihnen die Sender auferlegen. Aber die Frage ist, ob Sie überhaupt bis dahin kommen, denn je nachdem, wie einfach das ist, werden Sie die Funktion vielleicht gar nicht benutzen. Es gab in den 1980er Jahren in den USA das Phänomen des Blinking Light Syndrome.
Und zwar waren das die blinkenden Displays an den VHS-Videorekordern damals. Und warum blinkten die? Weil der VHS-Rekorder dadurch darauf aufmerksam machte, dass bei ihm nicht einmal die Uhrzeit gesetzt ist. Da haben sie also festgestellt, offenbar ist schon das Setzen der Uhrzeit für die meisten zu kompliziert oder das Gerät war insgesamt am Bedarf vorbei entwickelt, weil die meisten Menschen eben doch nur geliehene Kinofilme angeschaut haben, die sie dann auch ohne die aktuelle Uhrzeit vernünftig anschauen konnten. Weiteres Beispiel wären auch Fernbedienungen für Fernsehgeräte. Sie haben sicher schon mitbekommen, die Fernsehgeräte werden heute immer funktionsmächtiger, haben teilweise Kameras eingebaut, um damit auch über das Internet Video telefonieren zu können oder um Gesten aufzeichnen zu können, haben gleichzeitig auch einen Internetzugang eingebaut, den sie dann über ihre Fernbedienung natürlich auch nutzen möchten. Und ganz nebenbei können sie mit den Geräten natürlich auch noch fernsehen. Und die Frage ist einfach, wie diese Komplexität jetzt zu bedienen ist über eine Fernbedienung. Denn der Benutzer hat ja über die klassischen Fernbedienungen, die er kennt, eine gewisse Erwartungshaltung. Und die Frage ist aber, ob sie sich damit überhaupt noch erfüllen lässt, die Erwartungshaltung des Benutzers. Was sie da festgestellt haben, vielleicht, falls sie ein solches Gerät schon besitzen sollten, ist, dass die Hersteller jetzt ausweichen und ihnen anbieten, ihr Fernsehgerät über ihr Smartphone zu bedienen. Einfach weil man dort natürlich die Darstellung der Bedienoberfläche jeweils an den aktuellen Benutzerstand anpassen kann und zum anderen auch, weil sie damit eine breite Palette erreichen und wesentlich flexibler werden. Dann könnte man als weiteres Beispiel auch die Systeme in einer Luxuslimousine nennen. Wenn Sie überlegen, wie viel Funktionalität heute da drin steckt und wenn Sie schon mal in manchem Mittelklassefahrzeug gesessen haben, wo die Konsole eigentlich schon fast mit Knöpfen überfrachtet ist und Sie gar nicht mehr recht wissen, welcher Knopf wofür ist, weil Ihnen die Piktogramme darauf nichts sagen oder weil Sie während der Fahrt sowieso die Beschriftung nicht lesen können. Oder, dann haben Sie sich sicher gewünscht, dass die Bedienung irgendwo vereinheitlichter vonstatten geht. Und Sie haben vielleicht auch mitbekommen, dass ja vor sehr genau einer Dekade BMW dann diesen Drehdrücksteller unter dem Markennamen iDrive, hatte gar nichts mit Apple zu tun damals, aber unter dem Markennamen iDrive diesen Drehdrücksteller eingeführt haben, der zunächst auf ein sehr geteiltes Echo stieß. Es war tatsächlich so, dass die computeraffinere Benutzergruppe sich eben sehr, sehr leicht tat mit der Bedienung und das auch als stringent empfand. Und die Benutzergruppe, die nicht so computeraffin war, sich deutlich schwerer tat in der Bedienung und sich tatsächlich auch andere Eingabemöglichkeiten gewünscht hat. Es ist dann in den folgenden Jahren zu sukzessiven Verfeinerungen dieses Konzepts gekommen. Aber dass das Konzept grundsätzlich momentan eines der tragfähigsten für die Bedienung im Fahrzeug ist, können Sie auch daran erkennen, dass Daimler unter dem Namen Command und Audi unter dem Namen MMC letztlich Systeme eingeführt haben, die, sagen wir mal ganz grob, Daimler und Audi mögen es verzeihen, nach einer ähnlichen Philosophie funktionieren. Sie haben auch dort Drehregler, um etwas auszuwählen. Und sie haben auch dort um den Drehregler herum gruppierte Knöpfe. Und damit konnten sie dann über diesen Multifunktionsregler viele einzelne Knöpfe einsparen. Gleichzeitig, um nochmal kurz zurückzugehen auf das Beispiel der Timeshift-Funktion, kann es für einen Benutzer durchaus sehr wertvoll sein, für bestimmte Dinge einen dedizierten Knopf zu haben, den man dann eben einfach drücken muss. Es ist nach wie vor das Einfachste, wenn ich weiß, welchen Knopf zu drücken, lediglich einen einzelnen Knopf zu drücken. Und gerade für Timeshift hat sich dann auf etlichen Bedienungen diese Metapher dieses Record-Buttons, dieses roten Punktes durchgesetzt. Oder aber des Pause-Buttons, wodurch sie sozusagen die Sendung virtuell pausieren. Sie läuft zwar weiter, aber wird im Hintergrund eben aufgezeichnet. Ich habe eben auch schon Beispiele erwähnt für eine Eintastenbedienung, wo einfach dann eine Taste auf der anderen Seite wieder zu wenig ist, also zu stark reduziert ist. Ein Beispiel könnte hier auch eine Küchenuhr sein,
bei der sie drei unterschiedliche Alarmzeiten setzen können und das alles über unterschiedliche Druckdauern, Druckintervalle und Drehmöglichkeiten an nur einem einzigen Knopf. Und dann wird es für den Benutzer sehr, sehr mühsam. Bei Firewalls oder bei Internetroutern wird Ihnen heute ja auch suggeriert, Sie können das Gerät sicher konfigurieren mit wenigen Klicks. Denken Sie an die Aufnahme neuer Geräte in ein Wireless LAN über Wi-Fi Protected Setup, kurz WPS, das viele Geräte bieten. Auch da gab es wieder Anfälligkeiten, je nach Hersteller und Methode, wie das gebaut war, dass eben doch Geräte sich einbuchen konnten, die das nicht sollten. Also da dann der Spagat zwischen Sicherheit und Bedienkomfort. Aber die Werbung suggeriert Ihnen natürlich auf jeden Fall erstmal, dass das Gerät, was Sie kaufen, sehr, sehr einfach bedienbar ist. Ich habe schon etwas angesprochen, dieses Thema Hintergrund, Vorbildung, Affinität der Zielgruppen, der Benutzergruppen, auf die Ihr System zugeschnitten sein muss. Es gibt da einfach starke Unterschiede. Nehmen Sie eben PKWs, wie schon als Beispiel, dadurch, dass die Funktionalität inzwischen immer ausufernder wird, steigt natürlich auch stark der Umfang der Bedienungsanleitungen. Aber jetzt Hand aufs Herz, wer hat tatsächlich die gesamte Bedienungsanleitung für sein Fahrzeug durchgelesen? Ich muss zugeben, ich habe die für mein Fahrzeug auch nicht ganz gelesen. In meinem früheren Fahrzeug aber war zum Beispiel die Bedienung des Tempomats noch so einfach, dass ich es ohne Bedienungsanleitung schlicht verwenden konnte. Im neuen Fahrzeug, selber Hersteller, aber einige Jahre neuer, ist aus mir völlig unerfindlichen Gründen die Bedienlogik für den Tempomaten deutlich anders. Und es ist mir ohne Handbuch bisher nicht gelungen, den in Betrieb zu nehmen. Also eigentlich ein Rückschritt. Und es wäre sogar an dem Hebel, wo der Tempomat früher war, Platz gewesen, um genau dieselbe Bedienlogik wie früher dort wieder einzubauen. Naja, vielleicht falle ich halt nicht in die durchschnittliche Zielgruppe und die durchschnittliche Zielgruppe hat es eben doch verstanden. Man weiß es dann nicht. Andererseits darf man nicht vergessen, in Mensch-Maschine-Kommunikation sitzt bei uns der Fehler nicht vor dem Gerät. Es ist nicht der Benutzer, der grundsätzlich falsch liegt, sondern wir müssen versuchen zu verstehen, was der Benutzer braucht und was er mitbringt und ihn an der Stelle abholen. Ja, Sie kennen dann auch andere Missverständnisse. Ein Kind fragt, warum der Computer Fieber bekommt, wenn ein Rechner überhitzt. Im englischsprachigen Raum fragt eine Mutter vielleicht, warum ihr Mobiltelefon schon weiß, dass die Tochter die Schule oder die Klasse nicht gefunden hat, Class Not Found Exception. Ein klassisches Beispiel dafür, dass Sie eine technische Fehlermeldung unbehandelt an den Benutzer durchreichen, der aber von Technik keine Ahnung hat. Aber dass es manchmal nicht einfach an solchen einfachen Fehlern liegt, erkennen Sie zum Beispiel hier an diesem letzten Beispiel. Ihr Großvater, der natürlich inzwischen auch im Internet ist, betreibt einen Rechner und betreibt den vielleicht sogar hinter einem Router, aber trotzdem hat er ihn irgendwie exponiert oder auch nur den Router exponiert, das reicht ja manchmal schon. Und der Rechner ist inzwischen durch Malware befallen, wie Sie ja wissen, hijacked und arbeitet jetzt als Botnet-Node. Jetzt erklären Sie das Ihrem Großvater mit einfachen Worten. Also, es ist nicht immer ganz einfach, die Benutzer mit passender Affinität abzuholen und die Komplexität noch entsprechend gut zu verstecken. Das aber ist Aufgabe der Mensch-Maschine-Kommunikation, Komplexität möglichst gut zu verstecken und dem Benutzer das an die Hand zu geben, was er verstehen kann. Ich habe es schon etwas angedeutet. Sie haben eben diese zwei Sichten. Einmal den Benutzer, der ein Anwendungswissen, ein fachliches Wissen mitbringt aus der Anwendungsdomäne, oft da wesentlich mehr als die Entwickler initial haben. Dafür bringt der Benutzer aber ein geringes technisches Wissen mit. Er möchte eigentlich auch nicht viel wissen von der Technik, die ihm das Funktionieren des Gerätes ermöglicht und die ihm ermöglicht, damit seine Ziele zu erreichen, sondern er möchte, dass die einfach funktioniert. Umgekehrt haben Sie auf der anderen Seite einen Entwickler, der hoffentlich ein gutes technisches Wissen mitbringt, aber mindestens anfangs ein eher geringes Anwendungswissen.
und sich dieses Anwendungswissen, diese Fachlichkeit, die der Benutzer kennt, erst erarbeiten muss. Und dann eben versuchen sollte, diese technische Komplexität zu verstecken und für den Benutzer passend zu verpacken. Wir haben also diese zwei Sichten und die Frage ist jetzt, wie kommen denn diese beiden Sichten dieser Stakeholder, Benutzer und Entwickler zusammen? Und das geht eigentlich nur über einen Perspektivwechsel. Der Entwickler muss sich so gut es geht in den Benutzer hineinversetzen und der Benutzer, das wird Ihnen vielleicht auch schon mal so gegangen sein, wenn Sie eine Anwendung bedient haben, die eben nicht schön entworfen war von der Mensch-Maschine-Kommunikationsschnittstelle her. Der muss versuchen, sich zu überlegen, was hat der Entwickler in dem Moment gedacht, als er das so und so gebaut hat. Das ist für den Benutzer wesentlich schwieriger, denn der hat, gerade wenn es eine Unternehmenssoftware ist, ja oft auch nicht die Zeit, sich da wirklich tiefer hineinzudenken. Der Entwickler sollte das eigentlich schon im Sinne einer qualitativ hochwertigen Lösung, die er baut, von sich aus tun. Es passiert leider dennoch nicht immer, wie Sie auch in späteren Vorlesungen an Beispielen sehen werden. Aber das ist die eigentliche Lösung. Der Entwickler versucht hier die Benutzerperspektive einzunehmen. Der Benutzer versucht in diesem Verständnis dessen, was da passiert, auch die Entwicklerperspektive einzunehmen. Aber dieser Perspektivwechsel ist eben sehr stark ein Auftrag an uns als Entwickler von Systemen, den Benutzer wirklich wahrzunehmen und zu versuchen, seine Sicht einzunehmen. Jetzt, wenn wir von Mensch-Maschine-Kommunikation reden und möchten, dass der Benutzer unser System verwendet, dann hören Sie oft diesen Begriff Usability, also die eigentliche Benutzbarkeit. Wir können diesen Begriff in zwei Bereiche fassen. Im engeren Sinne, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, eine Maschine zu bauen, die usable ist, die benutzbar ist, im engeren Sinne würden wir uns erstmal damit beschäftigen, wie Steuerelemente angeordnet sind, wie viele Klicks ein Benutzer braucht, um eine Aufgabe zu erfüllen, wie schnell er die Dialoge erfassen kann und die Bezeichner kennt. Genau das wurde zum Beispiel auch in der Automobilindustrie bei den Tests gemacht, wo eben Testbenutzer gebeten wurden, unterschiedlicher Affinität, programmieren Sie doch mal in unserem Navigationssystem eine Route. Und man stoppt einfach, wie lange braucht denn derjenige, wie viele Klicks braucht er dafür, wie oft muss er irgendetwas nachschauen. Und das ist dann Usability im engeren Sinne. Im weiteren Sinne schauen Sie dann auf die abstrakteren Themen, leichte Erlernbarkeit. Man tut auch das zum Beispiel im Automobilsektor, indem man die Benutzer so etwas wie das Programmieren einer Route fünfmal durchführen lässt und dann einfach schaut, wie schnell war ein Benutzer beim ersten Mal, wie schnell ist er denn beim fünften Mal? Also wie steil ist tatsächlich die Lernkurve? Und im weiteren Sinne fallen darunter eben auch dieses abstrakte Thema, vor allem einfache Aufgabenerfüllbarkeit. Sie möchten letztlich auf lange Sicht, dass das System, die Maschine, die Sie gebaut haben, den Benutzer dabei unterstützt, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und das soll möglichst einfach gehen. Die leichte Erlernbarkeit ist eben wesentlich im Sinne der Motivation des Benutzers, überhaupt am Ball zu bleiben, die Maschine zu benutzen und nicht gleich wieder in die Ecke zu legen. Aber langfristig zählt dann eben die einfache Aufgabenerfüllbarkeit. Und Sie sehen es manchmal, dass Geräte zum Beispiel ihrer Zeit einfach von der Idee her voraus waren, aber man hatte noch nicht die passende Schnittstelle entwickelt, damit der Benutzer das Gerät auch leicht bedienen kann. Und was am Ende passiert ist, dass das Gerät im Schrank landet und man vielleicht irgendwann 20 Jahre später bei Ansicht im Museum sagt, das Gerät war aber seiner Zeit voraus, ne, und benutzt hat es aber trotzdem niemand. Einige Museumsstücke werde ich Ihnen ja gleich in dem Bereich Geschichte auch noch präsentieren, aber die waren dann auch tatsächlich im Einsatz mit allen ihren Nachteilen, die sie vielleicht in der Mensch-Maschine-Kommunikation noch hatten. Sie waren auf jeden Fall im Einsatz und von der Seite her auch Meilensteine. Beispiele jetzt für Usability. Allgemein nehmen Sie Benutzbarkeit eines Hammers. Schon mein Sohn mit 4 benutzt seit einer ganzen Weile einen Hammer und weiß genau, an welchem Ende er anfassen muss und wie er damit zielen soll.
Das ist einfach ein Werkzeug, was intuitiv benutzbar ist. Da brauchen Sie kein Handbuch dazu, tatsächlich nicht. Oder Benutzbarkeit eines Telefons. Ich rede jetzt natürlich hier nicht von einem aktuellen Smartphone, sondern ich rede hier von einem klassischen Tastentelefon. Vielleicht kennen Sie noch die letzten Tastentelefone der Deutschen Bundespost. Haben die mal irgendwo bei Ihrer Großmutter stehen sehen. Da war ja wirklich nicht viel mehr dran als, sagen wir mal, 12 oder 15 Tasten. Davon waren schon 10 Nummerntasten und sie nahmen schlicht den Hörer ab, tippten die Nummer ein und waren verbunden. Und wenn sie nicht mehr telefonieren wollten, dann legten sie den eben wieder auf. Die Benutzbarkeit hier ganz klar intuitiv zu erschließen. Wenn wir uns jetzt im Bereich Mensch-Maschine-Kommunikation mit Usability beschäftigen, dann stellen wir eben fest, die Optimierung des reinen User-Interfaces, also der reinen Schnittstelle, ist nicht ausreichend. Sie können nicht einfach versuchen, Knöpfe oder ähnliches passend zu verteilen, vielleicht auch optisch schön ausgerichtet in Fluchten und sich mit Farbgebung und so weiter beschäftigen, was dann die Grafikdesigner auch sehr gerne tun, sondern sie haben eine ganze Menge essentielle weitere Aufgaben, die sie auch im Rahmen der Übung hier mal durcharbeiten werden. Und die gehen eigentlich dem User-Interface-Entwurf voraus. Sie müssen also zunächst einmal zum Beispiel die Benutzer analysieren. Sie müssen wissen, welche Benutzergruppen arbeiten eigentlich mit unserem System, das wir hier bauen wollen. Haben die unterschiedliche Affinitäten, unterschiedliche Vorbildungen, aber auch, spielt dann etwas in den nächsten Punkt hinein, haben diese Benutzergruppen unterschiedliche Aufgaben mit dem System zu erfüllen. Ich nenne als Beispiel einen Manager, der sich in einer betrieblichen Software eventuell nur eine Übersicht verschaffen möchte. Der möchte nur sein Dashboard sehen mit den wesentlichen Angaben oder seine Scorecard. Und der fachliche Benutzer, der wirklich dort an fachlichen Prozessen arbeitet, der braucht eben wesentlich fachlich kompliziertere Dialoge, in denen er dann seine Aufgaben erfüllen kann. Die nächste Frage ist die Analyse des Anwendungskontextes. In welchem Kontext, in welchem Umfeld wird das Werkzeug überhaupt eingesetzt? Wenn Sie jetzt auf eine Software gehen, ist der Schritt, den ich in der Software durchführe, Bestandteil eines größeren Prozesses? Werden da vielleicht für andere Schritte andere Programme herangezogen oder unterstützt meine Software den Prozess im Ganzen? Aber auch die Frage, wie das Umfeld ist. Denken Sie an den Unterschied zwischen einem Bauingenieur, der draußen auf der lauten Baustelle in einem Bauplan etwas nachschauen möchte, um zu sehen, ob seine Arbeiter gerade richtig arbeiten. Der schaut wohlmöglich bei strahlendem Sonnenschein auf sein ruggedized Notebook und möchte das gerne auch noch mit Handschuhen bedienen. Im Gegenzug dazu wird der Büroarbeiter, nehmen Sie so als klassisches Beispiel eines Mitarbeiters im Unternehmen, der mit Software arbeitet, wird in seinem Büro sitzen und dort auf einen normalen Bildschirm blicken, der nach Bildschirmarbeitsplatzverordnung passend zum Fenster aufgestellt ist und deswegen dort gar keine Blendeffekte befürchten muss. Also da haben Sie hier ein weites Spektrum. Der wird wiederum auch nicht mit Handschuhen arbeiten, sondern schlicht eine normale Tastatur benutzen wollen. Und so sehen Sie schon auch, der Kontext spielt stark da rein, wie Sie Ihr User Interface später gestalten. Bei Handschuhen würde ich hoffen, dass sie entsprechend große, touchfähige Schaltflächen vorsehen, während sie, wenn sie eine Maus auf dem Schreibtisch bewegen, durchaus mal auch mehr Schaltflächen, wie gesagt, den einen oder anderen dedizierten Knopf für eine bestimmte Funktion, mehr Schaltflächen anbringen können, die dann mit der Maus eben aber ja auch zielgenauer angesteuert werden können. Das zielt ein bisschen gleich in die nächste Kategorie hier, die Definition des Funktionsumfangs. Welche Funktionalität soll denn die Anwendung überhaupt bereitstellen? Das ist an sich schon aus der Spezifikation zu ermitteln, wenn Sie jetzt zurückdenken an Software Engineering und Modellierung oder eventuell auch an Software Projektmanagement. Welche Funktionalität soll die Software überhaupt abdecken, wenn wir jetzt mal im Bereich Computerprogramme bleiben, hier bei den Beispielen? Und welche Informationen benötigt ein Benutzer, um jetzt beurteilen zu können, welchen Schritt er weitergehen möchte?
Und das alles spielt dann zusammen da rein, dass Sie hier optimale Abläufe erarbeiten müssen, wie ein Benutzer seine Aufgabe letztlich erfüllen kann, unter Unterstützung des von Ihnen zu erstellenden Systems. Sei das jetzt eine Maschine irgendeiner Art, könnte auch ein Embedded-System sein, ein Roboter, der herumfährt, oder wie gesagt, zum Beispiel auch ein Radiowecker oder ein Uhrenwecker. Aber es kann eben auch eine Software sein, die Sie im PC implementieren. Und egal welchen Fall Sie hier ansetzen, Sie müssen erarbeiten, was sind die optimalen Abläufe, damit der Benutzer seine Aufgabe so erfüllen kann, wie er es sich wünscht. Darin spielt nämlich auch die Usability-Definition nach ISO 9241-11. Die ISO sagt hier, Usability ist die eigentliche Gebrauchstauglichkeit. Und jetzt nochmal etwas länger. Das Ausmaß, in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele, jetzt kommt's, effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Also Sie sehen hier die Punkte wieder aufgenommen, die ich Ihnen oben schon mal grob skizziert hatte. Einmal den Benutzer, der ganz verschieden sein kann, dann auch der eigentliche Anwendungskontext. Und ja, die Aufgabe steckt letztlich in dem genutzt werden kann. Der Benutzer nutzt dieses Produkt, um damit ein bestimmtes Ziel zu erreichen, steckt auch in dem Ziel drin. Und worauf ich Ihre Aufmerksamkeit hier noch kurz lenken möchte, die Ziele sollen nach ISO eben nicht nur effektiv, also tatsächlich passgenau auf das Ziel zugeschnitten und effizient, also mit möglichst geringem Aufwand erreicht werden, sondern, und das ist wesentlicher Punkt hier, auch zufriedenstellend. Dieses Zufriedenstellen drückt eben aus, dass Sie Ihre Oberfläche so gestalten müssen, Ihre Benutzerschnittstelle, dass Sie dem Benutzer das Gefühl geben, ich fühle mich bei der Verwendung dieser Applikation oder dieses Produktes wohl. Und dann wird er auch motiviert sein, dieses Produkt dauerhaft zu verwenden. Und ja, das können Sie über verschiedene Aspekte erreichen. Einmal darüber, dass der Benutzer wirklich merkt, Ihr System ist durchdacht bis in den letzten Schritt hinein. Zum anderen aber natürlich auch durch sogenannte Begeisterungsfeatures, also eben Dinge auch in Ihrer Oberfläche, wo der Benutzer sagt, ja, das ist ja tatsächlich begeisternd, was mir der Hersteller hier anbietet. Das ist natürlich sehr schwer zu erreichen, aber dieses Durchdenken bis in den letzten Winkel hinein, bis in die letzte Ecke hinein, in den letzten Schritt, das ist durchaus zu erreichen. Und Sie merken ja auch, wie viele Systeme durch ingenieursmäßige Leistungen schrittweise immer weiter verbessert werden. Jetzt könnte man ketzerisch sagen, vielleicht ist es eben gerade deshalb, weil viele, die an diesen Systemen arbeiten und diese Systeme entwickeln, Ingenieure sind. Und die, ja, wenn man jetzt ketzerisch wäre, haben vielleicht gar nicht die nötige Kreativität, um in einem großen Schritt einen großen Wurf bei der Bedienlogik zu machen und uns wirklich damit zu begeistern, sondern die gehen eben, vielleicht auch wie beim Automobil, in über 100 Jahren kleinschrittig weiter vorwärts und verbessern die Produkte mehr oder minder laufend. Und ja, ich hoffe, dass Sie mir in dieser Veranstaltung im Rahmen der Übung ein bisschen beweisen, auch in unserem Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik können wir durchaus sehr kreative Lösungen finden und sehr genau im Auge haben, welchen Nutzen ein Benutzer eigentlich von einem System erwartet und wie er den dann umsetzen kann. Ich möchte noch mal kurz auf die Folgen schlechter Gebrauchstauglichkeit eingehen. Was man sofort ableiten kann, ist die reduzierte Produktivität. Es ist klar, wenn die Einarbeitungsphase schwieriger und langwieriger ausfällt, dann haben wir eine geringere Anfangsproduktivität, eine längere Zeit, bis ein Nutzer überhaupt in vollem Umfang produktiv wird. Wir haben eventuell auch das Thema, wenn die Gebrauchstauglichkeit insgesamt nicht passt, dass wir eine geringere Arbeitsgeschwindigkeit der Benutzer haben, also eine insgesamt reduzierte Produktivität. Oder auch den Fall, dass die Benutzer
nach Workarounds extra suchen, also nach Umwegen, wie sie selbst produktiver sein können und bei dieser Suche natürlich wiederum Zeit verbrauchen und damit wiederum weniger produktiv arbeiten. Es kann noch schlimmer kommen. Sie können Schäden und Verluste erleiden durch Benutzerfehler, durch Fehler, die allein durch die Bedienerschnittstelle ausgelöst werden. Wem ist es nicht schon mal passiert, dass zum Beispiel eine Webseite sehr träge reagiert und Sie wollen irgendwo hinklicken und Sie klicken etwas ganz anderes, weil bis dahin die Seite irgendwo schon weitergerollt ist oder ähnliches. Und so produzieren Sie dann einen Benutzerfehler durch eine schlechte Gebrauchstauglichkeit, da dann durch eine einfach zu geringe Reaktivität der Oberfläche, was auch ein wesentliches Kriterium ist. Im Ergebnis entstehen dann Schäden und Verluste durch diese Benutzerfehler, letztlich Auswirkungen der schlechteren Arbeitsqualität, weil die Software eben nicht gebrauchstauglich ist. Und es kann noch zu weiteren Problemen kommen, weil Benutzer ja gerade nach Workarounds suchen, könnten Benutzer dabei auch Sicherheitsrichtlinien ignorieren, um eben doch noch zu einem hinreichend schnellen Arbeitsergebnis zu kommen, trotz der eingeschränkten Gebrauchstauglichkeit. Vielleicht, weil sie motiviert sind, schnell zu arbeiten, vielleicht auch, weil ihre Bezahlung sogar an die Produktivität, also an einen bestimmten Durchsatz gekoppelt ist. Sicherlich werden Benutzer auch auf der Suche nach Unterstützung, zum Beispiel bei der Suche nach Workarounds, sich an die Hotline wenden, die im Ergebnis dann überlastet sein könnte und obendrein weitere Kosten verursacht. Wenn man jetzt sich den letzten Punkt anschaut, dann kann man sicher auch ketzerisch fragen, ob an manchen Stellen ein intensiviertes Marketing helfen könnte, Benutzererwartungen zu verschieben. Es ist fast schon vor ihrer Zeit, dass damals Windows 95 erschien, das sehr intensiv vom Hersteller Microsoft vermarktet wurde, aber auch sehr intensiv vermarktet werden musste, weil sich jetzt eben dieser sogenannte Start-Button plötzlich unten links wiederfand und man alle Programme nur noch darüber starten konnte. Interessanterweise hat diese veränderte Bedienoberflächenlogik dann abgefärbt, auch in den Bereich der Linux-Desktops hinein zum Beispiel, die dieses Thema weitestgehend aufgenommen haben und sich da also an die Erwartungen der vielen Windows-Nutzer, die sie gegebenenfalls auch zum Umstieg bewegen wollten, angepasst haben, um eben einen leichteren Einstieg zu ermöglichen, weil auf der Seite ja sicher keine Marketingmittel verfügbar sind. Interessanterweise hat dieser Start-Button dann als Boomerang Microsoft selbst wieder getroffen, als sie jetzt vor kurzem ja Windows 8 vorgestellt haben und die Benutzer sich gefragt haben, wo ist jetzt mein Start-Button verschwunden? Dann musste Microsoft also selbst gegensteuern und haben sie ja auch und haben sogar in Teilen die Oberfläche wieder zurück in die andere Richtung entwickelt. Es stellt sich natürlich die Frage, ob solche Erwartungen an manchen Stellen auch Hemmnisse bilden für eine deutliche Umgestaltung der Oberfläche. Denken Sie da auch an die Ribbon-Oberfläche, die mit Microsofts Office-Produkten Einzug gehalten hat und die erst auch von vielen abgelehnt wurde, die die klassische Menüstruktur bevorzugten. Nach dieser Motivation, warum wir uns eigentlich mit Mensch-Maschine-Kommunikation beschäftigen, möchte ich Ihnen jetzt einen kurzen Überblick über die Geschichte geben, über die wir letztlich zum heutigen Stand der Mensch-Maschine-Kommunikation gelangt sind. Und ich möchte das tun nicht nur anhand eines Überblicks über verschiedene Epochen, die wir durchlebt haben in der Entwicklung des Computers bis zum heutigen Stand, sondern eben auch Ihnen einige wegweisende Ideen aufzeigen, Ihnen aber auch einige wegweisende Geräte mit auf den Weg geben, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was letztlich an Ingenieursleistungen im heutigen Stand der Mensch-Maschine-Kommunikation schon steckt. Beginnen wir mal mit der eigentlich grundlegenden, wegweisenden Idee. Die hatte nämlich schon Leonardo da Vinci. Sie sehen, das ist mehr als 500 Jahre her. Es geht einfach darum, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Den Mensch als in unserem Falle bei der MMK Nutzer eines Geräts. Und ja, Leonardo da Vinci, Sie sehen es hier an dem Bild rechts,
hat eben den Menschen schon sehr genau studiert und vermessen, um auch seine möglichen Fähigkeiten beurteilen zu können. Und darauf sollten wir uns immer stützen, dass wir den Menschen hinreichend gut verstehen und erfassen, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir ein Benutzerinterface, eine Benutzerschnittstelle gestalten können. Sie haben das auch am Anfang schon gesehen. Es gibt einen Benutzer, der einen fachlichen Anspruch hat, welche Aufgabe er mit einem System bewältigen möchte. Und in den sollten wir uns hinreichend hineinversetzen. Aber wie Sie sehen, eben, es spielt nicht immer nur die Psyche, der Geist eine Rolle, sondern eben auch die Physis. Welche Möglichkeiten bringt ein Mensch denn mit, um ein System zu benutzen? Wenn wir uns jetzt der eigentlichen Geschichte zu, wie sich unsere Computer entwickelt haben, bis 1945, ja, könnten Sie von einer prähistorischen Epoche sprechen. Die Hardware da war schlicht elektromechanisch. Ich habe Ihnen als Beispiel hier ein Bild einer Zuse Z3 mitgebracht, also eines der ersten Computer überhaupt. Sie wissen, Konrad Zuse wird da inzwischen mit auch als Erfinder dieses Geräts gehandelt. Und diese Replik steht im Deutschen Museum München und Sie können an dem Bild hier schon ganz gut erkennen, der Betriebsmodus hier war schlichtes Rechnen und Programmieren konnten Sie das Gerät nur, indem Sie einige dieser Kabel, für die Sie da rechts Steckplätze erkennen können, umstecken. Als Terminal war schlicht blinkende Lampen oder Lochstreifen oder Lochkarten vorgesehen. Nutzen konnte das Ding tatsächlich nur der Erfinder, nur Konrad Zuse. Und eine Benutzerschnittstelle, sehen Sie hier, war überhaupt nicht vorgesehen. Es war vorgesehen, dass Sie schlicht die Finger in die Hardware stecken und die Kabel umstecken. In dieser Zeit gab es aber auch schon wegweisende Ideen. Ich möchte da einmal herausheben Vannevar Bush, der sich ein Memex ausgedacht hat. Das war eine rein theoretische Idee zu der Zeit. Sie haben ja gesehen, dass parallel überhaupt erst die ersten Rechner entstanden sind. Und er hat das im Life Magazine damals veröffentlicht, 1945, und hat sich ein fiktives Fenstersystem ausgedacht, rein auf Papier. Dieses System sollte letztlich als Zugriff dienen, wenn Sie sich die Zeichnungen dazu anschauen, als Zugriff auf einen Schreibtisch mit Hypertextmarkierungen sogar. Und dieses Future Device, was er hier in dem wörtlichen Zitat beschreibt, das sah eben aus wie ein Schreibtisch. Und das war eben das Umfeld, aus dem er kam. Sie erkennen das hier auch an dem Foto. Und deswegen überlegte er, in dem könnte doch ein Individuum alle seine Bücher, seine Platten, seine weiteren Aufzeichnungen, seine Kommunikation speichern. Und dieser Schreibtisch könnte mechanisiert sein, also in irgendeiner Form mit einem Mechanismus dahinter ausgestattet sein, sodass Sie sehr schnell und flexibel auf diesen Schreibtisch zugreifen können und er Ihre eigene Erinnerungsfähigkeit entsprechend vergrößert. Und zum Zugriff hatte er sich eben dieses fiktive Fenstersystem auch mit Hypertext ausgedacht. Das ist so in die Praxis nie gegangen, aber Sie sehen schon, diese Idee für das, was wir heute vorfinden, ist also jetzt auch schon bald 70 Jahre alt. Zur Zeit der ersten Rechnergeneration dann, wenn wir jetzt uns aus der Prähistorie weiter bewegen, wandelte sich die Hardware etwas. Es kamen jetzt Röhren zum Einsatz, wie Sie sie vielleicht nochmal beim Röhrenradio Ihrer Urgroßmutter irgendwo gesehen haben, wenn die denn noch eins herumstehen hatte. Es gab da eine ganz kurze Mean Time Between Failures, also nur ganz kurze Zeiten, wo das Ding zwischen zwei Ausfällen tatsächlich mal lief. Heute sind Sie es ja bei Standard-Hardware eher gewohnt, dass die in einer fünf- oder sechsstelligen Zahl Stunden angegeben ist. Als Betriebsmodus war hier tatsächlich vorgesehen, dass ein Benutzer, Sie erkennen rechts auf dem Bild hier einen Herren an einer ENIAC-Maschine, die aus dieser Epoche eben stammt, dass ein einziger Benutzer die Maschine für die Zeitspanne für sich besitzt. Und der programmiert diese Maschine eben in Maschinencode. Es ist also definitiv ein Experte erforderlich, der das leisten kann. Sie sehen auch hier, die Anzahl Kabel hat seit der Prähistorie eher nicht abgenommen. Und als Terminals gab es dann inzwischen einen Fernschreiber. Sie wissen ja, das war auch lange Zeit gängiges Medium der schnellen Nachrichtenübermittlung über größere Distanzen.
Und das User Interface war hier schlicht Batches, also reine Stapelverarbeitung. In der zweiten Generation Rechner wandelte sich die Hardware noch mehr. Man kam von den unförmigen Röhren weg zu Transistoren. Und als Betriebsmodus kam jetzt neben den Batches, die ich eben genannt hatte, auch schon Timesharing zum Einsatz. Also es konnten tatsächlich mehrere dieser Verarbeitungen parallel auf dieser Maschine laufen. Als Beispiel zeige ich Ihnen hier eine System 360 von IBM, die inzwischen natürlich auch im Museum steht und die man immerhin schon mit Assembler, aber auch mit etwas höheren Sprachen wie Fortran in der Mathematikprogrammierung sehr gängig und auch COBOL, was Sie heute vielleicht noch aus dem Bank- und Versicherungswesen, zumindest dem Namen nach kennen, programmiert werden konnte. Und die Terminals wandelten sich ebenfalls. Man war inzwischen bei einer zeilenorientierten Ausgabe angekommen auf Kathodenstrahlröhren. Also vielleicht kennen Sie aus Ihrer Kindheit früher noch die Röhrenfernseher oder sogar Röhrenmonitore. Genau die bildeten das Prinzip oder waren eine Ausprägung dieses Prinzips. Und genau solche Röhren hat man damals auch eingesetzt, um eben zeilenorientiert Inhalte darzustellen und zeilenorientiert Eingaben vornehmen zu können. Auch bei den Benutzern tat sich jetzt ein Wandel auf, nämlich es waren inzwischen Techniker, die die Maschinen benutzen konnten und nicht mehr reine Experten. Sie dürfen nicht vergessen, dass zu der Zeit es noch keine Informatik in dem Sinne gab, wie es sie heute gibt, und schon gar keine Ausbildungsberufe in dem Metier. Die Informatik entwickelte sich ja gerade erst aus der Mathematik und deswegen waren die Benutzer hier dann eher Personen mit technischem Hintergrund, die sich zusätzlich diese Programmiersprachen, über die man das Gerät steuern oder programmieren konnte, angeeignet hatten. Das User Interface waren dann eben Kommandosprachen. Sie mussten eben an dieser Kommandozeile auf ihrem zeilenorientierten Terminal Eingaben vornehmen. Aber auch zu dieser Zeit gab es wieder schon wegweisende Ideen. Es hat sich nämlich Ivan Sutherland das Sketchpad ausgedacht. Das war damals eine Dissertation am MIT und er hat sich da eben eine erste interaktive Computergrafik überlegt, was man als den Vorläufer zu allen heutigen CAD, also Computer-Aided Design Programmen sehen könnte. Und diese Programme sind ja heute aus der Produktentwicklung nicht mehr wegzudenken, weil sie eben die Produktentwicklung um Größenordnungen beschleunigt und auch begünstigt haben. In der dritten Generation dann, von 1965 etwa bis 1980, Sie sehen, die Zeitspannen werden etwas länger. Wir haben also die ersten Innovationsschübe hier hinter uns. Da wandelte sich die Hardware zu Integrated Circuits, also zu integrierten Schaltkreisen, und es setzte ein rapider Preisverfall ein, der dann letztlich erst die spätere Verbreitung begünstigte. Der Betriebsmodus war jetzt bei den Anlagen durchweg Timesharing, aber Sie sehen, es handelte sich immer noch um große Serveranlagen in der Regel, die hier genutzt wurden. Aber es gab inzwischen auch Transaktionssysteme, also man konnte die Verarbeitung transaktionsgesteuert durchführen, ähnlich wie Sie es vielleicht aus Datenbanksystemen schon kennen, dass die Systeme dadurch trotz mehrerer im Timesharing-Modus parallel laufender Prozesse immer das System von einem in den anderen konsistenten Zustand bringen. Die Programmiersprachen wandelten sich auch weiter und ermöglichten höhere Abstraktionsgrade und leichtere Erlernbarkeit, sodass also jetzt Hochsprachen zur Verfügung standen, Pascal, später dann Turbo Pascal, vielleicht kennen Sie auch Basic, zumindest noch in der Ausprägung Visual Basic for Applications, womit heute die Microsoft Office-Produkte immer noch programmiert werden können. Bei den Terminals kann man inzwischen von der Einzeilenausgabe zu Fullscreen-Terminals, also einer Ausgabe auf dem gesamten Bildschirm, und die Benutzerkreise erweiterten sich hier eben auch auf Benutzergruppen wie Ingenieure oder Bankangestellte. Banken haben eben sehr früh auch zur Automatisierung ihrer Verarbeitung auf Informationstechnik gesetzt. Und die User Interfaces waren hier eben schon in Maskentechnik gestaltet. Es gab also Darstellungen auch mit Rähmchen über Textzeichen, die gezeichnet wurden.
und hierarchische Menüs darin dann, über die man sich bewegen konnte. Man war also nicht mehr gezwungen, alle Befehle auswendig zu kennen oder nachzuschlagen, sondern man konnte in den Menüs einfach auch mal schauen, welche Funktionalität zur Verfügung steht. Also ein ganz wesentlicher Fortschritt auch in den Benutzeroberflächen. Auch hier wieder eine wegweisende Idee, nicht nur aus dem Bereich Benutzeroberfläche, sondern wirklich aus dem Bereich Eingabegerät. 1965 schon erfand Douglas Engelbart die Maus. Die erste Computermaus, Sie sehen hier auch ein Bild dieses Prototypen, sieht noch nicht ganz so aus wie die Mäuse, die Sie heute gewöhnt sind. Und Sie sehen, die kommerzielle Nutzung ließ dann sogar noch 18 Jahre auf sich warten, eigentlich bis hinein in die nächste Epoche, die Sie bei mir jetzt noch gar nicht gesehen haben, in die nächste Generation Rechner. Sie sehen auch noch ein Bild von Douglas Engelbart mit seinem Prototypen. Er ist leider zwischenzeitlich verstorben, aber das war die Idee, für die er uns wahrscheinlich allen haften bleiben wird, wenn auch Kritiker an manchen Stellen natürlich sagen, vielleicht auch wegen der Sehnenscheinentzündungen an den Händen, weil das Gerät eben nicht für jeden optimal ergonomisch zu benutzen ist. In der dritten Generation Rechner möchte ich Ihnen auch noch mal kurz Beispiele für diese angesprochene Bildschirmdarstellung zeigen. Wir haben also einmal alphanumerische Bildschirme, wo wir 25 Zeilen und 80 Zeichen in jeder Zeile nutzen. Interessanterweise hat sich dieses Erbe erhalten bis in die heutige MS-DOS-Eingabeaufforderung bzw. Command Prompt auf Windows-Systemen, wo die Standardeinstellung auch immer noch 25 Zeilen und 80 Zeichen pro Zeile vorsieht. Sie dürfen das inzwischen aber skalieren. Damals ging das nicht. Und da sehen Sie dann, dass man teilweise über Striche entsprechend schon Abgrenzungen traf. Und die Weiterentwicklung von einem solchen Bildschirm, wo Sie dann eben schon ein rudimentäres Menü im unteren Bereich auch sehen, was man über die Funktionstasten nutzen konnte, wo jede Funktion dann einen bestimmten Befehl auslöst, den Sie unten angegeben sehen. Die Weiterentwicklung von solchen Systemen waren dann eben die semigrafischen Bildschirme, die Sie hier im unteren Bereich erkennen können. Da wurde also wirklich schon mit Blöcken und Strichen ein Schaubild gezeichnet. Man hat es auch verwendet, um dann sozusagen eine Fensterdarstellung zu emulieren und mit diesen Strichen auch Rähmchen zu zeichnen für Fenster in der Ein- und Ausgabe. Das kam dann allerdings im Wesentlichen erst in der vierten Epoche auf. Wenden wir uns nun also dieser vierten Generation zu, die so etwa ab 1980 begonnen hat. Bei der Hardware änderte sich im Wesentlichen der Umstieg auf Very Large Scale Integrated Circuits, also hochintegrierte Chips, die dann auch wesentlich mehr Fläche in Anspruch nahmen, wesentlich mehr Funktionen boten und damit auch ermöglichten, dass ein Preisverfall einsetzte, der dann kombiniert mit der Vorstellung des PCs durch IBM dazu geführt hat, dass eben doch breitere Schichten sich das Ganze erschließen konnten hier, als das vorher der Fall war. Im Betriebsmodus gehen wir hier zu Single User, also jeder Einzelne hat seinen eigenen PC und diese sind dann über ein LAN verbunden. Diese Entwicklung war anfangs gar nicht denkbar. Ich habe eben schon die IBM als Entwickler des PCs erwähnt. Es gibt ein Zitat eines IBM-Chefs von etwa 30 Jahren vorher, der damals nur einen weltweiten Bedarf von etwa 5 Computern sah, weil er einfach von anderen Voraussetzungen ausging. Und zwar denen, dass man solche Geräte höchstens irgendwo in Militär und Finanz einsetzt, dass eben auch keine adäquate Bedienoberfläche zur Verfügung steht, um hier Nicht-Experten überhaupt mit den Geräten interagieren zu lassen. Und er hat eben auch diesen Preisverfall nicht kommen sehen, der es ermöglicht, dass jeder Privathaushalt sich ein solches Gerät leisten kann. Und was er wahrscheinlich auch nicht gesehen hat, was dann Treiber der Verbreitung in Privathaushalten war, das Thema Gaming. All das wurde also möglich, indem Geräte zur Verfügung standen, die jetzt Single-User bedient wurden, wo also jeder sein eigenes Gerät hat. Das erleben Sie heute auch wieder beim Smartphone, wo die Oberflächen auch darauf ausgerichtet sind, dass ein Einzelner dieses Gerät
besitzt, da kommt erst langsam wieder ein anderer Modus hinzu, wie die Kinderecke oder der Mehrbenutzermodus auf manchen Tablets. Bei den Programmiersprachen sehen wir eine Veränderung hin zu problemorientierten Sprachen und visueller Programmierung, die also auch das Programmieren ein Stück weit demokratisieren und es ermöglichen, dass mehr Menschen Programme erstellen. Die Ausgabeterminals wandeln sich ebenfalls. Wir haben in der dritten Epoche noch gesehen, dass man im Textmodus so eine Art Fenstermodus emuliert. Und in der vierten Generation wurde dann tatsächlich echte Grafik möglich auf Rastergrafik-Displays. Teilweise waren die gerade auf Notebooks der ersten Generationen sogar noch schwarz-weiß bzw. in Graustufen. Aber dann gab es doch sehr schnell die Bewegung Richtung Farbe. Und daneben natürlich dann auch Workstations, Notebooks und so weiter. Das User Interface selber veränderte sich hin zu Windows, Icons, Menus und Pointing Devices. Die Entwicklung der Maus als Schlüsselpointing Device haben Sie ja eben schon gesehen. Und außerdem dieser Einführung eines sogenannten VisiVig-Modus, What you see is what you get, also tatsächlich die direkte Kontrollmöglichkeit für den Benutzer, ob das, was er da eingegeben hat, auch dem entspricht, was er gerne nachher als Ergebnis erhalten möchte. Wegweisende Produkte, ich habe es schon angesprochen, ich möchte Ihnen auch da einige zeigen und nachdem wir ja schon von der Entwicklung der Maus im Xerox Park, Palo Alto Research Center, gehört haben, auch die Firma Xerox hat wegweisende Produkte rausgebracht dann in den Endkundenbereich. Das war zum Beispiel 1981 die Xerox Star, die schon einen Bitmap-Bildschirm hat. Sie sehen das hier. Der Bildschirm ist aufgeteilt in Fenster und Sie sehen hier echte Grafik. Und Sie sehen natürlich auch die schon verfeinerte Innovation von Douglas Engelbart. Sie sehen hier schon eine etwas weiterentwickelte Maus. Und auch Icons können Sie hier erkennen. Ich habe Ihnen mal zwei Bilder mitgebracht. Eins, was illustriert, wie eine Textverarbeitung damals aussah. Und dann eben auch eines, was illustriert, wie man damals schon Tabellenkalkulationen auf den Geräten durchführen konnte. 1983 dann kam Apple, die man heute noch als ja, Miturheber des in der Fläche verbreiteten PCs kennt, weil sie eben die ersten PCs mit grafischer Benutzerschnittstelle angeboten haben, die es aufgrund des Preises dann eben auch nicht nur in Unternehmenschaften wie der Xerox Star, sondern wirklich bis zu Privatnutzern. Sie sehen also hier unten ein Bild der Apple Lisa, was so das erste war. Hier schon erweitert durch eine Festplatte, die obendrauf gestapelt war. Und Sie sehen oben rechts dann den Macintosh, den ersten. Und erkennen da wieder einiges, was Sie heute auch noch gewöhnt sind. Ich möchte auch noch kurz wegweisende grafische Benutzeroberflächen ansprechen, kurz GUIs. Als erstes ist da sicher zu nennen von 1984 schon vom MIT, Massachusetts Institute of Technology, mitentwickelt das X-Window System. Sie sehen auch hier das Logo dazu, ist Ihnen sicher schon mal begegnet. Das grafische User Interface für UNIXoide Systeme. An sich handelt es sich dabei um ein Framework für User Interfaces und Sie haben vielleicht, wenn Sie Erfahrung mit Linux mitbringen, schon gesehen, dass eine Vielzahl von Desktops im Linux-Bereich darauf aufsetzt. Es gibt aber auch X-Windows für Windows-Rechner, sodass man also von dort aus auch entsprechend zugreifen kann oder Oberflächen teilen kann. Besonderheit hier die modulare Architektur mit einem X-Window-Server und den entsprechenden Clients, sodass also das Umleiten der grafischen Ausgabe schon damals überhaupt keine Schwierigkeit war. 1985 dann etwas, mit dem Sie vielleicht sogar in Ihrer Kindheit mal in Berührung gekommen sind, die Ataris und Amigas, die dann ein Fenstersystem für alle sozusagen mitbrachten. Sie sehen hier oben abgebildet einen Atari und darunter
einen Amiga, die dann auch für ernsthafte Anwendungen durchaus im Einsatz waren, wenngleich Sie als Kinder sie wahrscheinlich eher als Spielerechner kennengelernt haben. Im Jahr 1990 dann kam Microsoft, die den Markt der Betriebssysteme ja damals mit ihrem Produkt DOS kontrollierten, mit der Oberfläche Windows heraus, zunächst gleich in der Version 2.x, und dann sehr schnell mit einer Folgeversion 3.x, die sich zu dem de facto Standard im Desktop-Bereich entwickelt hat. Sie sehen es ja auch heute noch. Wenn wir uns nun der fünften Generation an Systemen zu, die eigentlich so etwa seit 1999 zu sehen ist. Es handelt sich dabei um Rechner, die man als Netzwerkrechner bezeichnen kann. Sie haben vielleicht auch schon mal den Begriff Thin Client gehört. Die Rechner unterstützen sehr wohl Multimedia. Gleichzeitig sind sie auf eine Internetverbindung angewiesen. Sie sehen das heute noch mehr im Markt. Die Rechner mit Chrome OS oder Firefox OS zum Beispiel, die eigentlich nur noch einen Browser als nutzbare Plattform bieten und durch den nutzt man dann eben alle Applikationen im Web und speichert seine Daten gleich in der Cloud. Das ist also auch das, was hier unter diesem Trend ubiquitäre Rechner zu fassen ist. Die Rechner sind inzwischen mobil, klein, hinreichend leistungsfähig und allgegenwärtig, um überall genutzt zu werden. Im Betriebsmodus hier, wie schon vorher skizziert, auch für Tablets sicher Single-User-Modus, aber Unterschied zur vierten Generation hier, dass die Rechner jetzt im WAN, im Wide Area Network laufen und nicht mehr unbedingt nur in einem LAN, also in einem lokalen Netzwerk. Und das Wide Area Network schlechthin hier natürlich das Internet. Im Bereich Programmiersprachen setzte sich dann die objektorientierte Programmierung durch, und auch einige abstrakte Sprachen haben daneben ihre Daseinsberechtigung. Die Terminals sind, wie ich schon gesagt hatte, mobil und inzwischen kommt auch 3D-Ausgabe auf, wie Sie gesehen haben, und auch Sprachausgabe, sodass insbesondere in der fünften Generation das Portfolio an nutzbaren Medien zur Interaktion mit dem Benutzer sich deutlich vergrößert hat. Benutzer inzwischen jeder. Sie sehen es an der Geräteverbreitung. Es gibt heute mehr Smartphones als Bürger in Deutschland. Das sagt Ihnen schon, wie stark die Geräte verbreitet sind. User Interface ist nicht mehr nur grafisch, sondern inzwischen auch unter Einbeziehung von Gestik, Mimik und natürlicher Sprache, also auch auf der Eingabeseite, eine deutliche Erweiterung zu früheren Generationen. Wir nähern uns also dem an, was Sie hier als Holodeck rechts als schematisches Bild erkennen können. Ich möchte, weil ich diesen Trend Mobilität angesprochen habe und auf die grafischen Oberflächen auf dem Desktop schon ein wenig eingegangen bin, auch noch kurz auf mobile Oberflächen eingehen, die aus meiner Sicht wegweisend waren. Das ist zum einen bereits im Jahr 2000 hat die Firma Nokia mit ihrem System Symbian Series 60 eine erste mobile Oberfläche gebracht, die die Nutzung auch des Internets ermöglichte. Und natürlich waren die Datenverbindungen damals noch sehr langsam, aber man hatte schon verschiedene Applikationen und in manchen Geräten auch eine nutzbare Tastatur, sogar eine Hardware-Tastatur und einen Stick, der sich ähnlich zu einem Touchpoint nutzen lässt, den Sie in Notebooks teilweise haben. Das alles war in dem Gerät schon vorhanden und die Oberfläche konnte dadurch auch relativ flüssig bedient werden. Es gab eben damit auch die Möglichkeit, durch entsprechende Menüs zu navigieren. Circa 2005, das ist das, woran Sie sich alle erinnern, also jetzt inzwischen doch schon vor einer Dekade, hielt dann das iPhone Einzug. Mit ihm das Betriebssystem Apple iOS, was ganz klar auf Touch optimiert war und Programme nur im Fullscreen laufen ließ. Ein wesentlicher Punkt, der auch gegen die Benutzererwartung damals ging, war das Thema invertiertes Scrollen. Sie rollen den Bildschirminhalt also genau andersherum, als Sie das normalerweise am Computer gewohnt sind.
Aber durch die Touch-Bedienung gab es hier offenbar einfach eine andere Metapher, die man brauchte, um es zu benutzen. Und es war intuitiver, hierfür die Scrollrichtung umzudrehen. Zudem kam dann ins Spiel, für diese Touch-Optimierung auch eine Gestensteuerung einzuführen, die auch Mehrfingergesten erkennt. Sie nutzen heute wahrscheinlich intuitiv den sogenannten Pinch-Zoom, wo Sie also zwei Finger wie eine Pinzette zusammen bewegen, um rauszuzoomen, oder spreizen, um in eine Darstellung hineinzuzoomen. iOS konnte natürlich dann nicht ohne Nachahmer bleiben mit dem großen Erfolg, den auch die Geräte zeitigten. Und 2007 trat dann eben Google in den Markt ein mit ihrem System Android, die jetzt als Unique Selling Point eben diese freiere Oberflächengestaltung sahen und natürlich die Öffnung für mehr Gerätehersteller. Und diese freiere Oberflächengestaltung, die beobachten Sie sicher alle. Es stellt sich da dem einen oder anderen die Frage, ob das jetzt wirklich ein Vorteil ist, dass die Gerätehersteller ihre Oberflächen an der Stelle auch stärker ausdifferenzieren, teilweise auch überladen, oder ein Nachteil. Sie sehen, dass auch die Telefone, die von Google direkt unterstützt wurden und mit einem nahezu unmodifizierten Android verkauft werden, sich eben großer Beliebtheit erfreuen. Was man daran auch beobachten kann, ist, dass der Stein der Weisen in diesem Bereich Mobiloberflächen, gerade auch wegen des knappen Platzes auf dem Bildschirm, sicher noch nicht gefunden ist. 2010 trat dann auch Microsoft mit einer neu entwickelten Variante von Windows Phone an, die unter anderem auch neue Wischgesten vom Bildschirmrand einführte, die man von den anderen beiden Mobilsystemen so nicht kannte. Und man hat schon gemerkt, dass für die Benutzer sich da eine steile Lernkurve einstellte und sie erstmal überhaupt wissen mussten, welches User Interface Element sich jetzt wo fand und über welche Wischgeste zu erreichen ist. Windows Phone in dem Sinne vielleicht wegweisend, als Microsoft an der Stelle versucht, die Benutzeroberflächen von Desktop und von Mobilgerät wieder mehr zusammenzuführen. Einen weiteren Punkt, den ich schon angesprochen hatte, über den wir uns aber jetzt noch mal etwas tiefer unterhalten wollen, wenn Sie auf unsere Agenda blicken, ist das Thema Medien. Sie nutzen heute wie selbstverständlich Hypertext, also entsprechende Textauszeichnungen, Textverlinkungen, und Sie nutzen wie selbstverständlich auch Multimedia-Inhalte. Immer dann, wenn Sie merken, dass es nicht ganz so selbstverständlich ist mit Multimedia, dann bemerken Sie, dass man für Audio und Video sogenannte Codecs benötigt, die dann vielleicht nicht vorliegen, aber Sie haben sicher auch festgestellt, dass im Rahmen zum Beispiel von HTML5 man da deutliche Bestrebungen hat, entsprechende Codecs so zu standardisieren, dass eben jeder Benutzer mit seinem kompatiblen Browser auch ein entsprechendes Multimedia-Erlebnis erfahren kann, wenn er eine Seite benutzt. Und die Kombination aus Hypertext und Multimedia, die bezeichnet man dann als Hypermedia. Da sind eben zum einen diese Möglichkeit, Text und Medien in Knoten einzubetten, und zum anderen dann die entsprechende Verlinkung zwischen diesen Knoten über einen Anker. Sie wissen ja, in HTML heißt der eigentliche Link auch Anchor Tag und wird ja auch mit A entsprechend abgekürzt, und dieser zeigt dann auf ein Ziel, auf das letztlich verlinkt werden soll. Wenn Sie jetzt Medien kategorisieren möchten, dann könnten Sie das nach verschiedenen Dimensionen tun. Ich habe Ihnen hier mal einige mitgebracht. Die erste wäre die Kontinuität der Präsentation. Sie könnten also eine kontinuierliche Präsentation haben, wie zum Beispiel bei Video, die nicht abreißt. Das ist das, was Sie gerade hier erleben. Oder eine diskrete Präsentation, zum Beispiel über Fotos oder über Texte, wo Sie also eben dann immer einen Bruch haben und entsprechend weiterschalten müssen. Sie können das Ganze auch kategorisieren nach den angesprochenen Sinnesorganen. Also, Sie wissen ja, wir haben fünf Sinne. Mancher mag vielleicht auch einen sechsten haben, aber die fünf gängigen, die wir hier haben, sind eben Auge, Ohr, Haut, der Gleichgewichtssinn
und der Geruchssinn. Und diese Sinne können wir mehr oder minder gut ansprechen mit unseren entsprechenden Systemen. Sie können genauso kategorisieren, die Medien nach der Darstellung. Also handelt es sich um Text oder einen Text mit Auszeichnungen, wie zum Beispiel HTML, oder eben auch die entsprechenden Formate bei Video oder Audio. Sie können Medien genauso kategorisieren nach der Speicherart. Ein möglicher Speicher wäre natürlich auch Papier. Sie haben eben schon gesehen, nicht nur der Herr Busch hat sich da entsprechend schon ein Fenstersystem auf Papier ausgedacht, sondern Sie wissen ja, Papier eigentlich als ältestes Speichermedium hat immer noch sehr viele Vorteile, die man heute zum Teil nicht mehr so sieht. Aber ich weiß nicht, welches magnetische oder optische Medium dann tatsächlich 3000 Jahre überdauert, so wie manche Papyrusrollen aus dem alten Ägypten. Also da haben wir im Bereich magnetische optische Medien sicher noch einiges vor. Die wären dann eben auch als weitere Speicherarten zum Beispiel zu nennen. Bei Medien könnte man aber auch noch denken an Übertragungsmedien. Da kennen Sie sicher alle Funk oder Kabel, wobei diese Übertragungsmedien uns jetzt hier in dem Kontext weniger beschäftigen. Letzter Punkt der Agenda, den ich Ihnen mitgebracht hatte, waren eben grundlegende Modelle. Verschiedene Modelle setzt man im Rahmen der Mensch-Maschine-Kommunikation ein und die möchte ich Ihnen jetzt hier im Folgenden vorstellen. Erstmal ein Grundmodell der Verarbeitung in Computern. Wie Sie sich's vorstellen können, da habe ich Ihnen unsere EVA mitgebracht: Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, kurz EVA oder eben die EVA. Ja, es ist so grundsätzlich wie eben die erste Frau nach unserer Schöpfungsgeschichte und gilt eigentlich für alle Geräte. In irgendeiner Form müssen Sie Eingaben vornehmen können, um dem Gerät kundzutun, was Sie eigentlich wünschen. In irgendeiner Form wird das Gerät eine Verarbeitung vornehmen und wird Ihnen über eine Ausgabe hoffentlich in irgendeiner Form Rückmeldung zukommen lassen, ob Ihre Eingabe A überhaupt angekommen ist und B dann auch interpretiert wurde. Die Folie selbst wirkt jetzt etwas überladen. Mir geht es einfach in erster Linie auch mal darum darzustellen, wie viele Eingabemöglichkeiten und Ausgabemöglichkeiten Sie heute eigentlich haben. Und es sind noch nicht mal alle, die ich Ihnen hier aufzeige. Es gibt neben der Tastatur und Maus, die Sie ja als gängigste Eingabemöglichkeiten lange Jahre kennengelernt haben, eben inzwischen auch die Touchbildschirme. Und Sie haben vielleicht auch schon mitbekommen, es gibt auch bei der Maus inzwischen wieder neue Entwicklungen, dass Sie stattdessen einfach Ihren Finger halten können und Sie über Fingerbiegung oder ähnliches, über einen Datenhandschuh sozusagen das Ganze manipulieren können, ähnlich wie in dem Science-Fiction-Werk Minority Report. Also das könnte demnächst dann keine Science-Fiction mehr sein. Und Sie haben vielleicht auch schon mal Kameras als Eingabemedium genutzt. Und wenn es nur beim Spielen war, da wissen Sie ja, gibt es inzwischen einige sehr günstige Kameras, die auch in dem Umfeld häufig zum Einsatz kommen. Mikrofone eben zur Spracherfassung und über die Smartphones sehr verbreitet sind inzwischen eben auch Gyroskope und Akzelerometer, über die Sie also Beschleunigungen und Neigungen in verschiedenen Richtungen erfassen können. Das gibt es inzwischen auch schon integriert mit Magnetfeldsensoren, wo Sie also über das Magnetfeld der Erde zum Beispiel erkennen können, in welchen Höhen Sie sich befinden oder in welche Richtung Sie gerade schauen. Da sind also die Möglichkeiten inzwischen extrem vielfältig. Bei der Verarbeitung genauso. Sie haben heute Geräte dazwischen, vom Auto über das Haushaltsgerät bis hin zu Ihrem Fernseher oder zu klassischen Computern oder eben auch Tablets oder Smartphones, die Sie entsprechend mobil nutzen können. Und bei der Ausgabe fächert es sich entsprechend genauso auf. Sie haben Ausgabe, die das Auge anspricht, wie Bildschirme, Projektoren oder Drucker, wenn ich es also entsprechend unserer Medienkategorisierung eben mal aufbereite. Ausgaben, die das Ohr ansprechen, wie Lautsprecher, aber eben auch über Google Glass zum Beispiel haben Sie vielleicht schon gehört, Knochenschall. Es wird also über den Brillenbügel ein akustisches Signal übertragen.
Und das ist schon die Grenze zur nächsten Art Ausgabe, nämlich zur Vibration, die sie als taktiles, also als entsprechendes Feedback über die Haut, über ihre Nerven dort bekommen. Datenbrillen habe ich ja gerade schon angesprochen. Ich möchte Ihnen aber über diese fast schon überfrachtete Vorgängerfolie zu dem grundsätzlichen Verarbeitungsmodell hinaus noch eine Entwicklung aufzeigen in den letzten 2 Jahren jetzt. Und da sehen wir auf der Eingabeseite zum einen eben Sprachassistenten. Ich hatte schon Siri erwähnt. Apple waren da die ersten, die das wieder marktfähig gemacht haben. Aber es haben eben auch Google und einige Hersteller von Google-basierten Geräten nachgezogen, aber auch Microsoft, wo dieser Sprachassistent oder die Assistentin schon sehr stark gehypt wird, auch wenn sie noch gar nicht flächendeckend verfügbar ist und die Fähigkeiten noch zurückbleiben. Also man erkennt, dass Spracheingabe hier wirklich als neues Feld von Möglichkeiten identifiziert wurde. Bei den Datenbrillen tut sich neben Google Glass, was ja kürzlich jetzt als Entwicklerkit eingestellt wurde, auch etwas ganz Aktuelles. Microsoft hat jetzt ein Projekt HoloLens vorgestellt. Es hat tatsächlich mit Holographie nicht viel zu tun, aber es soll eben ermöglichen, über AR Dinge in das Blickfeld des Benutzers hinein zu projizieren, darzustellen, sodass er sie in einer normalen Umgebung wahrnimmt. Daneben ist auch die Eingabe von Gesten deutlich leistungsfähiger geworden. Man bewegt sich also heute nicht mehr auf diesem Feld der abstrakten, grobmotorischen Gestenerkennung wie dem Winken, durch das sie die Kinect ursprünglich mal aktiviert haben, sondern die Kinect selbst kann dank leistungsfähigerer Software teilweise Fingertracking erkennen und, wie Sie dann auch hier im Bild sehen, es gibt inzwischen von der Firma Leap einen Leap Motion Controller, über den man einfach die Finger drüber bewegt und er erkennt die Fingerbewegungen, sodass man also jetzt in der Luft auch Tasteneingaben oder Ähnliches vornehmen kann, solange man sich in dem Erkennungsbereich dieses Gerätes bewegt. Bei der Ausgabe ganz genauso sind Datenbrillen zu nennen. Die Datenbrillen haben eben Eingabefunktionalität wie ein Wischen am Bügel oder ein Tippen oder ähnliches, aber dienen eben im Wesentlichen auch als Ausgabemedium. Und das alleine einige Highlights aus der Entwicklung der letzten 2 Jahre. Wie gesagt, die vorige Folie ist schon relativ voll. Es geht mir da auch darum, dass Sie einfach diesen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten bei der einen Ausgabe nochmal visualisiert bekommen. Und gleichzeitig möchte ich aber hier die Gelegenheit nutzen, auf diese aktuellen Entwicklungen einzugehen. Das Grundmodell der Mensch-Maschine-Kommunikation sieht eben genau die Punkte vor, die Sie in meiner einführenden Motivation schon gesehen haben. Es geht zentral natürlich um den Benutzer, um den Benutzer als Menschen. Und dieser Benutzer verfolgt in der Regel bei der Verwendung eines Systems eine Aufgabe, eine sogenannte Task. Und diese Aufgabe erledigt er, weil er bestimmte Ziele verfolgt und die durch Erledigung dieser Aufgabe gerne erreichen möchte. Um diese Ziele jetzt wirklich zu erreichen, arbeitet er insgesamt bestimmte Prozesse ab und nutzt dabei eben zum Beispiel einen Computer oder ein anderes Werkzeug. Und dieses Werkzeug bietet ihm eine Benutzerschnittstelle. Das kann eben auch ein Hammer oder ein Schraubendreher sein, die dann halt sehr einfach zu verstehen sind und sehr lange in ihrer Benutzerschnittstelle auch schon optimiert wurden. Dazu gehören dann eben Dialoge oder auch unterschiedliche Anwendungen sogar, die man eventuell nutzen muss an einem Computer, um einen Prozess vollständig abzuarbeiten zur Zielerreichung. Als weiteren Punkt sieht eben das Grundmodell der MMK den Kontext bzw. das Umfeld vor und dazu zählt zum einen die Arbeitsorganisation, zum anderen aber auch die Arbeitsumgebung. Und auf die Umgebung war ich ja schon eingegangen in dem Beispiel eines Bauingenieurs, der draußen auf der Baustelle in lauter Umgebung bei strahlendem Sonnenschein versucht, seinen Rechner zu bedienen oder im Gegenzug dazu einem Büromitarbeiter, der im
angenehm temperierten, schattierten Raum in einer angenehm ruhigen Umgebung seiner Arbeit nachgeht. Da gibt es also weite Unterschiede, was die Arbeitsumgebung angeht, genauso aber auch was die Arbeitsorganisation angeht. Wie sind Prioritäten gegliedert? Wer ist gut erreichbar? Wer interagiert mit wem? In welcher Weise sind Prozessschritte klar organisatorisch verankert? Und diese alle bestimmen, wie ein Benutzer letztlich seine Aufgabe erfüllen und damit sein Ziel erreichen kann. Und Sie sehen es also hier auch nochmal in dem Schaubild. Innerhalb eines Umfeldes benutzt der Benutzer ein Werkzeug, um die Aufgabe zu erledigen. Und was noch ganz wesentlich ist, das sehen Sie hier über diese Denkwolke sozusagen. Der Benutzer selber hat sein eigenes mentales Modell davon, wie jetzt diese Konstellation aussieht oder aussehen sollte. Und das bringt ihn letztlich zu einer gewissen Erwartungshaltung gegenüber dem System, die das System dann nach Möglichkeit auch erfüllen sollte, um ihn eben nicht nur effektiv und effizient seine Aufgabe erledigen zu lassen, sondern auch ihn dabei zufriedenzustellen. Eine Aufgabe jetzt grundsätzlich kann eben aus manuellen oder rechnerunterstützten Aufgabenschritten bestehen. Sie könnten zum Beispiel das Versenden eines Briefes nehmen, wo Sie normalerweise ja rechnerunterstützte Aufgabenschritte haben, wie zum Beispiel, ich erstelle den Brief im Rechner und ich drucke ihn dann aus, aber eben auch, ich muss dann dieses Papier in einen Briefumschlag stecken, was im Regelfall manuell passieren wird, und werde dann diesen Briefumschlag noch frankieren, passiert oft auch manuell, und werfe ihn dann sehr sicher manuell in den Briefkasten. Diese Aufgabe besteht aus Aufgabenschritten, die Aufgabenschritte heißen auch Benutzungsschritte. Wenn wir jetzt hier etwas feiner granular noch gehen, dann wäre bei der Dokumentenerstellung selbst vielleicht noch eine Silbentrennung vonnöten. Und wenn wir jetzt in diese Silbentrennung genauer reinschauen, dann stellen wir fest, um einen solchen Benutzungsschritt zu absolvieren, benötigen Sie öfter mal mehrere Dialogschritte, mehrere Schritte durch unterschiedliche Dialoge. Sie kennen in dem Kontext vielleicht eben auch diese Windows-Assistenten, die auf mehrere Dialoge verteilt bei Ihnen etwas abfragen. Bei der Silbentrennung könnte man sagen, naja, Sie müssen auf jeden Fall den Bereich für die Silbentrennung festlegen. Und das kann sein, dass Sie dann für einen solchen Dialogschritt mehrere Interaktionsschritte brauchen, also mehrere einzelne Schritte, in denen Sie einen Dialog bedienen. Deswegen heißen Interaktionsschritte auch Bedienschritte. Zum Beispiel müssten Sie erst in einem Menü etwas auswählen, dann auf eine Schaltfläche noch klicken und dann eingeben einen Wert wie 0,5 cm oder eine Anzahl für die aufeinanderfolgenden Zeilen, die höchstens getrennt werden dürfen. So oder ähnlich könnten Beispiele für Bedienschritte aussehen. Wenden wir uns nochmal der eigentlichen Benutzerschnittstelle zu, von deren Bedeutung wir ja am Anfang schon gehört haben und mit deren Entwurf wir uns hier auch im Folgenden weiter beschäftigen möchten. Wie besteht dann letztlich, wenn Sie zurückgreifen auf die vorhergesehenen Werkzeuge und auf die vorhergesehenen Modelle, dann sehen Sie, dass die Benutzerschnittstelle letztlich aus einer Anwendungs- und Werkzeugschnittstelle besteht, die also alle für den Benutzer verfügbaren Programmfunktionen beinhaltet, die für ihn darüber erreichbar sein müssen, dann zum Zweiten aus einer Dialogschnittstelle besteht, also alle Dialoge letztlich, die zur Ausführung von Funktionen genutzt werden können. Damit beinhaltet die Dialogschnittstelle letztlich alle möglichen Dialogschritte und Sie haben dann eben noch die eigentliche Ein-Ausgabe, kurz EA-Schnittstelle, also alle Darstellungen von Informationen und Eingaben, die dann allen möglichen Interaktionsschritten entsprechen. Und diese Darstellungen brauchen Sie eben gerade, damit das System dem Benutzer Rückmeldung gibt, eine Eingabe ist eingetroffen und wie wurde eine Eingabe interpretiert, welche Aktion kommt jetzt von Seiten des Systems. Abschließend möchte ich noch eingehen auf die Literatur, die dieser Einführung, aber eben auch den folgenden
Vorlesungen im Rahmen dieser Veranstaltung im MK Mensch-Maschine-Kommunikation zugrunde liegt. Neben diversen Vorlesungsunterlagen, die Sie ja hier zum Teil jetzt schon in Bildform gesehen haben, ist der wesentliche Leitfaden für diese Veranstaltung das auch hier rechts abgebildete Buch Mensch-Computer-Interaktion. Sie sehen hier auch, wo Sie das beziehen können. Bei uns an der Hochschule für Technik Stuttgart finden Sie das Ganze aber auch als E-Book in der Hochschulbibliothek, sodass Sie es sich einfach von dort für diese Lehrveranstaltung besorgen können. Abschließend bedanke ich mich für Ihr Interesse an dieser ersten Einführung in das Thema Mensch-Maschine-Kommunikation und hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, auch diese Zeitreise und dann bis hin zu den aktuellen Modellen, die wir hier einsetzen in der Mensch-Maschine-Kommunikation. Und freue mich sehr, wenn Sie sich dann auch die nächste Veranstaltung zum Thema der Mensch anschauen. Bis dahin, vielen Dank und viel Spaß wünscht Ihnen Ihr Professor Lückemeier.